Einige Leute sagen, dass ihr euch beschäftigt mit Widerlegungen und das ist Zeitverschwendung oder das ist schlecht für die Herzen oder spaltet die Muslime und so weiter, was sie sagen. Die Antwort dazu liefert direkt Sheikh Rabia, Hafidhullah. Sheikh Rabia erwähnte die Aussage von Sheikh al-Islam im Taymiyyah, rahimahullah, Ar-radu ala al-bida'i Mujahid. Derjenige, der die Erneuerungen widerlegt, ist ein Mujahid. Danach sagte Sheikh Rabia, Wallahi, und bei Allah, ich bin der Meinung, dass das ausgereifte Wissen sich in den Büchern der Widerlegungen befindet. Und darum sind die meisten, die überwiegende Mehrheit der Bücher von Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah waren Widerlegungen. Und sie haben, und Allah hat durch sie der Umma Nutzen gegeben. Ibn Taymiyyah widerlegte die Asch'aris in vielen seinen Büchern. Und er widerlegte die Rawafid, die Schia. Und er widerlegte die Christen und die Juden und viele weitere Gruppierungen und Religionen. Und Allah gab durch diese Widerlegungen einen Nutzen für die Umma. Und an dieser Stelle ist auch zu erwähnen, dass Sheikh Rabia nicht nur die Hizbis widerlegt hat, er hat ebenfalls Werke gegen die Christen, gegen die Juden, gegen die Schia, gegen die Sufis, gegen die Säkularisten und viele weitere der Leute der Falschheit geschrieben. Das auch noch zu erwähnen. Weiter sagte Sheikh Rabia über die Angelegenheiten der Widerlegungen. Und die Widerlegungen sind im heutigen Zeitalter von den nützlichsten Büchern. Und viele von den Leuten schützt sich selbst nicht vor der Falschheit. Außer wenn er diese Bücher liest und er versteht nicht die Realität von vielen falschen Aufrufen, die korrupt sind und von der Sunna abgeirrt sind, außer wenn er die Bücher der Widerlegungen liest. Denn in ihren Büchern ist das korrekte Verständnis, die korrekten Glaubensgrundlagen und die Klarstellungen der Methodiken. Jedoch, diese Leute wollen von den Jugendlichen, dass sie in den Dulumat, dass sie in den Dunkelheiten leben und dass sie geführt werden, so wie die Tiere geführt werden. Und die Zuflucht ist bei Allah. Und darum siehst du viele von den Jugendlichen, sie sind wie das Viehfutter, das Futter von Vieh. Sie werden so geführt. Und er denkt, dass er an einem, und er, obwohl, nein, nicht er denkt. Sie sind wie Viehfutter und er, und sie halten jedoch nur am Faden von dem Spinnennetz fest, mit schwerem Bedauern. Das heißt, sie denken, dass sie auf etwas sind, jedoch halten sie an etwas schwachem, dünnem Faden fest, wie ein Faden vom Spinnennetz, das ihnen nichts nützt. Sagt Sheikh Rabia, so siehst du viele von den Jugendlichen. Sie können nicht unterscheiden zwischen Sunna und Bid'a. Sie können nicht unterscheiden zwischen der Wahrheit und der Falschheit. Sie können nicht unterscheiden zwischen dem Irrtum und der Rechtleitung. Und hätte Allah für sie das Gute gewollt, dann hätten sie die Bücher der Widerlegungen gelesen. Und dann hätten sie erkannt, was die Realität wäre von denjenigen, die sie getäuscht haben
und Barrieren und Hindernisse zwischen ihnen und der Kenntnis der Wahrheit durch die Bücher der Widerlegungen aufgestellt haben.